Wow! Moin Leute, und heute, wie man es sehen kann, werde ich die Mango Orange Passion Fruit von Rockstar Energy mal wieder testen. Also mal wieder von Rockstar ein Energy testen. Wie man sehen kann, kommt diese nicht aus Deutschland, da die hier oben überall 99p dran stehen hat. Und sie hat knalligere Farben als bei uns in Deutschland. Und diese Dose, oder diese, ja doch, diese Dose kommt aus Niederlande. Also heute werde ich wieder ein Energy von Rockstar aus Niederlande testen. Und es wird die Mango Orange Passion Fruit sein. Ich hab richtig Bock drauf! Muss ich auch dazu sagen, es ist eins meiner Lieblingsgetränke von Rockstar. Oder halt die Sorte. Ich finde es auch geil, was hier alles für Früchte immer enthalten sind. Zum Beispiel, ja, wie man es halt schon vorne lesen konnte, ist hier Mango drinne, Orange, Passionfruta, hier noch Apfel ist mit enthalten und mehr kann ich gerade nicht erkennen auf den ersten Blick. Und naja, die werde ich jetzt testen. Ich weiß zwar schon, wie sie schmeckt, aber ich wollte es trotzdem nochmal machen. Und es ist ja auch eine aus Niederlande. Vielleicht schmecken die da leicht anders. Es ist immer so laut, wenn man die Teile aufmacht. Nö. So, der Geruch, der gefällt mir schon mal sehr stark. Jetzt müssen wir wieder scharf machen. Hat eine wunderschöne Farbe, passend zu dem Design. Gelb halt. Gelb, orange. So sieht's aus. So, und dann würde ich auch mal sagen, dass ich jetzt diesen Energy mal kosten werde. Und ja. Naja, was soll ich denn dazu noch weiter sagen, wa? Also, der Energy schmeckt geil, wie ich es ja vorher schon gesagt hatte. Und ich habe sogar das Gefühl, dass der leicht anders sogar schmeckt als hier in Deutschland. Wie gesagt, wer vorhin nicht zugehört hat, der kommt ja aus Niederlande. Und der schmeckt leicht anders als der bei uns hier in Deutschland, muss ich noch mal kurz dazu sagen. Ja, das Design von der Dose ist cool. Die Farbe vom Getränk passt natürlich zu der Dose, ja. Aber das haben die ja alles logisch auch gemacht. Muss ja auch irgendwo was zusammenpassen. Und damit würde ich mich dann verabschieden. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Nö. Wenn ihr mehr Let's Drink Videos sehen wollt, dann abonniert doch diesen Kanal. Nö. Schreibt in den Kommentaren, was für ein Energy ich mal testen soll. Egal, von Monster, Rockstar, vielleicht auch von einem anderen Energy, den ich gar nicht kenne. Aber wenn es geht, dann nur Energy-Sorten, die ich auch entweder bestellen kann oder hier in Deutschland kaufen kann. Naja, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Чудо-чудо-колотушек! Я тащусь от колотушек!